Jeder Vorwort. Ach so, naja. Zum letzten Sonntag. Nein. Da hat das Team, die Gemeinschaft, wieder funktioniert. War richtig. 15 Mann am Spiel. Wir haben zusammen das Spiel gewonnen. Locke, hau dabei. Ja? Jeder hat gespielt. Diesmal hat der Motor ein bisschen gestottert. Ist aber nicht eure Schuld. Wir sind da, wir haben. Da führe ich gleich auf die Grundordnung zurück. Durch die Auswechslung sind wir ins Schwimmen gekommen. Conny macht Tür zu und ruft die Hi. Hör zu. Alles klar, gut. Sind wir also etwas ins Schwimmen gekommen? Und zwar, die verschiedenen Spieler haben nicht gleich die richtige Position gefunden und das war alles durcheinander. Und dadurch haben wir das Spiel einfach, die Grundordnung hat nicht mehr hingehauen. Da machen die das 2:1, ja, weil der Stefan, der kann nicht hinten spielen. War Pech, gut, Grundordnung, Scheiße. Ja. Und gleich nach der Halbzeit, wie wir es dann wieder gerichtet haben, fällt dann wieder das 2:2. Ne? Also, ich will damit nur sagen, Leute, wie wichtig die Grundordnung ist. Die Grundordnung ist, ja, und zu dem Spiel am Sonntag muss man auch sagen, 5 Stammspieler haben fehlt, heute fehlen noch mehr. Ne? Und die Auswechselspieler, die da gespielt haben, sind einfach noch nicht auf dem Level. Ja, ich sehe es, Manuel Reda, dauernd verletzt. Gegen Mehringer hat glaube ich, das Schleier gespielt. Die sind alles halt noch nicht auf dem Level. Ihr müsst den Level halten, Martin, und das spreche ich dich an. Du darfst jetzt einfach mit nachlassen. Du musst vom Training kommen. Du hast jetzt die Woche ganz gewählt. Ich konnte trainieren. Ja, gut. Ich sag's dir nur. Ja. Ja. Und jeden anderen, der betroffen ist, ja, die Helfer sind da nicht betroffen. Das ist ein cool Problem. So, das war das Vorwort. Und jetzt kommen wir wieder, was wir heute machen. Das ist das Lob. Kann man noch kurz warten? Jawohl. Aber mach erstmal das Ding. Gut, zum heutigen. Eins muss ich noch einfügen. Ich hab's dem Martin versprochen. Dein Tor, erste Sahne. Und hier ist eine Abgange. Weißt du warum? Weil ich dir vor 14 Tagen gesagt habe, wie du es machen sollst. Mit dem zusammen gucken, du hast dir die Ecke ausguckt und hast den Dauer verwandelt, Martin. Wiederholen, geht für alle Stürmer. Hier, Dani, Schmidi, ja, ihr müsst, bevor er abschießt, müsst ihr die Augen aufmachen, wo schaut der Torwart. Wo lage ich den hin? Ist der erste Tipp. Dann, Stefan, das hat super hinkauer, unsere Abmachung im Strafraum fangen und gleich rauspelle. Gleich rauslagen. Wieder machen. Ja? Und wenn sich alles beruhigt hat, dann laufen die zwei Leute als Anspielstation rechts und links hier hinten. Ja? Dann ist das gestohlen, das müsst ihr einfach, das muss drin sein in euch. Da braucht ihr gar nicht mehr denken. Ich muss das so machen und ich muss das so machen. Ja? Also, das haben wir auch abgesteckt. Dann sind wir als zweiten Stellen, habe ich euch gesagt, das Einkesseln, Grundordnung. Leute, wenn ihr das machen wollt, der hat die Bälle, der hat zwei Besitz beim Gegner, Abschlag, ja, dann muss jeder von uns in der Zeit, wo der den Ball holt, ja, hierher dauert, auf seine Position. Die Positionen stehen da. Da läuft jeder hin. Ja? Und dann steht er richtig. Dann steht er auch immer richtig. Ja? Die zwei natürlich nicht so. Da kann der eine nochmal zurückgegangen oder so weiter. Ja? Und dann guckt er, was der macht. Macht der einen langen Abschlag oder spielt er sich von, die Bälle zu? Dann gammelt die halt ein bisschen verstärkt drauf. Ja? Ja? Und dann bringt die unter Druck. Dann fangen wir das Ding ab. Ja?
Dann sind wir gleich bei der Kopfballstärke. Heute haben wir riesig, kopfballmäßig riesig aufgestellt. Wenn der Herr Jens seine Birne nimmt, dann ist das alles so. Da haben wir lauter Große drin. Minga ist ein guter Kopfballspieler. Ja. Manu, da klemmt es noch ein bisschen. Aber mein Jürgen und der Ulrich Merck, wir sind schon zwei Garante. Ihr müsst also hinten die Kopfball holen. Die will ich sehen. Die will ich sehen bei euch. Hinten. Vorne ist was anderes. Da, da haben wir die kleinen Durchpitzlage nach vorne. Und da will ich also nicht fragen. Ne? So. Das ist ja schon fast. Hält man? Ja, gut. Schüsse. Freistoßausführung. War am letzten Sonntag totale Kacke. Martin Köhler. War ein Ding. War das Ball rein? Scheiß Ding. Macht Freunde. Der Dani und der Jens. Und denen müssen wir aber helfen. Das müssen drei Mann ausführen. Ja? Ihr müsst euch freistellen. Neben der Mauer. Habt ihr schon wieder so ein Scheiß Ding runtergefallen. Ja, wenn hier die Mauer ist oder so weiter, dann tut er euch. Hier ist die Mauer. Das ist eine seitliche Stelle. Ja? Dass der Ausführende den Ball zu euch rüberbringt und ihr freie Schussbahn habt mit unserem Jesus Klappe. Und da muss der Ball dann nicht mehr angenommen werden, sondern der wird droschen. Ja? Haben wir einen Schnüffler bei uns? Wenn eine Mauer nah am Strafraum ist, der schnüffelt? Conny. Also, wenn Conny drin ist, macht Conny. Andernfalls sieht es so aus. Ja? So. Und jetzt noch als letztes, was soll ich da noch? Ja, Schmidi, Abseits vermeiden. Ja, hat das AHA-Spiel zugespielt? Also das AHA-Spiel leer oder hat es nicht leer? Ja, die sind so blöd. Die sind aber. Bei uns verabschiedet sich gerade Ausmeckern. Ich meine doch die Erberer. Ich meine doch die Erberer. Ja, Freunde, sind doch halt so hier. Aber. Warst das Einzige. Ja? Die Erberer standen da und wir haben einen Freistoß in dem Ding. Ja, jetzt heißt es da falsch erklärt. Das ist der Scheiße. Nein, umgekehrt. Die Erberer, wir stehen so, wir sind die Rose. So, jetzt hat es. Wir sind die Rose. Ja? Jetzt wird der Freistoß ausgeführt. Und bevor der läuft jetzt an, zack, trifft den Ball. Bevor er einen Schlager hat, dauert die Nummer 1, da nein, 10 Meter. Aber, gut. Was soll er machen? Quilli, ja? Bist jetzt nicht mal du. Du hast jetzt aber das Trikot an. Ja? Jetzt warte. Ja, pass auf. Jetzt läufst du ein bisschen vor. Und wenn der Klage hat, der zieht er mit. Wenn der Klage hat, dann laufst du da rein. Drehst du um. Ja, einfach mal den Verkehrsweg gehen. Und das gilt für alle Firma. Also, das haben wir abseits gemacht. Und jetzt müssen wir noch das Eule. Wer im Training dabei war, Jungs, das müsst ihr jetzt umsetzen. Ganz einfach. Benni, Nagels, habt ihr alles mitgekriegt, wie das gemacht wird? Wenn wir die Aufstellung wieder machen hier. Zack. Der wird anspielt. Vorher hier zu. Der wird anspielt, Rückpass zu dem und der schlägt es da rüber. Ja, so Nummer 7. So haben wir das geübt. Die meisten von euch haben das geübt. Ja? Und der Trainer hat sich am Donnerstag bei mir beschwert, er hat gesagt, die Deppen, das hat bei denen geübt. Ich habe eine Weile davon draußen. Aha, ja, das ist gut. Ist ja noch nicht so viel. Ja? Gut, also. Und hat sich beschwert, er hat gesagt, die machen das nicht. Ich habe denen das gezeigt, die machen das nicht. Jetzt machen das bitte. Ja? Manu, du warst auch dabei. Ja? Rückfahrtspiel. Gut, das wär's. Dann packen wir das aus.